am Anfang unserer Reise eine Fata Morgana. Wir sind auf der Suche nach einer faszinierenden, rätselhaften Frau. Berühmte Künstler haben es immer wieder eindrucksvoll dargestellt. Das geheimnisvollste Gipfeltreffen, das die Bibel beschreibt. Dal primo libro dei re, la regina di Saba. Die Königin von Saba kam nach Jerusalem, um Salomon mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Balsam, eine gewaltige Menge Gold und Edelsteine trugen. Keine andere Episode des Alten Testaments hat so viel Schlagzeilen gemacht. Der Koran berichtet, dass die Königin zum Islam übertritt. Im Heiligen Buch der Christen in Äthiopien heißt sie Makeda und ist dunkelhäutig. Bis heute weiß niemand, woher sie stammt. Erste Station, Äthiopien. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die geheimnisvolle Geschichte der Königin von Saba lebendiger als hier. Sie gilt als die Stammmutter der äthiopischen Könige. Und niemand zweifelt, dass sie hier im Norden Äthiopiens, in Aksum, vor fast 3000 Jahren gelebt hat. Heute gehört die Gegend um Aksum zu den Hunger- und Dürregebieten Afrikas. Auf der Suche nach Nahrung und Kleidung sind die Menschen ständig unterwegs. Nur wenig erinnert noch an den Glanz der ehemals prächtigen Königsstadt. Und doch, da, wo die Frauen heute schon froh sind, gerade noch sauberes Wasser zu finden, standen einst Paläste mit Marmorstatuen, blühenden Gärten und Wasserspielen. Das ist Maishun, das Bad der Königin von Saba, sagen die Einwohner. Die riesige Zisterne oberhalb der Stadt dient noch heute zur Wasserversorgung. Sie wurde schon in der Antike angelegt. Aber ein Bad war das sicherlich nicht. Auch die Behauptung, die Königin habe hier gelebt, steht auf schwankendem Boden. Wissenschaftler haben die Grundmauern der Paläste, die angeblich der Königin von Saba gehörten, in nachchristliche Zeit datiert. Vermutlich im 4. Jahrhundert nach Christus baute sich der äthiopische König Tekla Mariam diesen riesigen Wohnkomplex. Das war mehr als 1000 Jahre nach Salomon, der um 950 vor Christus gelebt hat. Erst wenn man archäologische Zeugnisse aus dieser Zeit findet, kommt man der historischen Königin ein gutes Stück näher. Aber bisher sind die wenigen Archäologen, die in dieser Einsamkeit graben dürften, noch nicht fündig geworden. In allen Tempeln, Palästen und Grabkammern, die untersucht wurden, fand man Grabbeigaben und Inschriften. Danach sind die Bauwerke erst in der christlichen Zeit Äthiopiens entstanden. Wir wollen uns selbst überzeugen und steigen in die noch gut erhaltenen Grabanlagen nahe der alten Zisterne. Hier soll sie begraben gewesen sein, sagen die Einheimischen. In der Grabkammer zwei leere Steinsarkophage, sonst nichts. Aus dem Felsgestein herausgemeißelt ein Kreuz. Auch dieses Grab entstand erst in christlicher Zeit.
Aber einige Funde aus der Provinz Aksum geben ihr Geheimnis nicht so leicht preis. Zum Beispiel dieser Thron aus Kalkstein, reich verziert mit Reliefs. Ein Priester oder Würdenträger beschirmt eine kleine Figur. Die Darstellung gleicht Szenen aus Mesopotamien und ist auf jeden Fall vorchristlich. Das ist aber schon alles, was man darüber weiß. In solche Throne wurden Statuen gesetzt, vielleicht auch diese hier. Diese Frauenfigur fand man in der Nähe von Aksum, aber es ist nicht die Königin von Saba. Untersuchungen haben ergeben, dass sie erst später modelliert wurde. Hier in Aksum fanden wir nichts von der Königin von Saba. Aber diese gewaltigen Säulen helfen uns bei unserer Suche weiter. Aus einem einzigen Stück Granit gemeißelt, stand diele 33 Meter hohe Stele mitten in Aksum. Wahrscheinlich ist sie schon beim Aufstellen vor 2000 Jahren zerbrochen. 23 Meter hoch ist die größte noch heute aufragende Stele. Hunderte säumten einst den Platz. Welche Bedeutung hatten sie? Etwa um 500 vor Christus gründeten Auswanderer aus Südarabien die Stadt Aksum. Und als Symbol ihrer Herkunft bauten sie den Toten gigantische Grabsteine. Mit ihren Scheinfenstern und Türen sollten sie an die Häuser in der alten Heimat erinnern. Die Suche nach der Königin von Saba führt uns weiter, in Richtung Osten, auf die arabische Halbinsel. Das Rote Meer trennt an dieser Stelle zwei Kontinente, Afrika und Asien. Aber Klima und Landschaft sind auf beiden Seiten gleich, in der Umgebung von Aksum und auf der Hochebene von Sana im Nordjemen. Auf beiden Seiten des Roten Meeres ragt wie ein riesiges Pult ein Gebirgsmassiv auf, mit Gipfeln bis 4000 Meter Höhe. Dieses Gebirge nördlich des Äquators war für eine Besiedlung überaus günstig. Zweimal im Jahr regnet sich der Monsun an den Berghängen ab, sodass intensiver Ackerbau möglich ist. In einer durchschnittlichen Höhenlage von 2300 Metern lässt sich auch das Klima ertragen. Wahrscheinlich schon Jahrtausende vor Christus siedelten hier Menschen. Und Sana, unser nächstes Ziel, gilt als eine der ältesten Städte der Welt. Hier in Sana, der Hauptstadt der Arabischen Republik Jemen, finden wir die Häuser, die die Baumeister der Stelen von Aksum symbolisch nachbilden wollten. Hochhäuser aus Stein und Lehm, mit Gipsornamenten geschmückt, die den Geschmack und den Reichtum ihrer Besitzer eindrucksvoll vorführen. Nach arabischen Quellen soll Sana als älteste Stadt von Sem, dem Sohn Noahs, gegründet worden sein. Das ist Legende. Jedenfalls gehört Sana bis heute zu den faszinierenden Plätzen der Welt, die ihr eigenes Gesicht über Jahrhunderte hinweg bis in unsere Zeit bewahrt haben. Mit 277.000 Einwohnern gehört Sana zu den Großstädten der Erde. Dennoch gibt es mitten in dieser dicht bevölkerten Stadt Einblicke wie vor 2000 Jahren. Damals gehörte Sana zu einem starken Gebilde, das sich Königreich von Saba nannte. Aber dessen Hauptstadt hieß Marib und liegt 200 Kilometer östlich von Sana in der Wüste. Um dorthin zu gelangen, müssen wir die malerische, wie eine Filmkulisse wirkende Hochebene Sanas verlassen.
Noch vor wenigen Jahren hätte sich unser jemenitischer Fahrer geweigert, über den Pass in die Gegend von Marib zu fahren. Es gab keine richtige Straße und Überfälle durch Beduinen waren an der Tagesordnung. Das ist Marib, das heißt nur noch die Trümmer der Stadt. Bis 1962 war sie bewohnt. Dann wurde sie während des Bürgerkrieges zerstört. Das war der Schlusspunkt einer jahrtausendelangen Geschichte, in der die Stadt immer höher wuchs. Am Ende standen die Häuser auf dem Kulturschutt zahlloser Generationen wie auf einem Hügel. Man muss sich vorstellen, dass die antike Stadt etwa auf diesem Niveau lag, viel tiefer als heute. Das ist ein Stück der alten Stadtmauer, von der Marib einmal ganz umschlossen war. Stolz zeigt uns einer der letzten Bewohner mehr als 2000 Jahre alte Graffiti an den Quadern der Mauer. Es sind Namen. Auch Gesichter sind eingeritzt. Wahrscheinlich wurden diese Menschen hier vor der Stadtmauer begraben. Große wissenschaftliche Ausgrabungen gab es in Marib noch nicht, deshalb ist auch das Alter der Stadt nur zu vermuten. Aber jeder Gang durch die zerstörten Lehmhäuser gibt Hinweise auf das antike Marib. Überall sind solche Steine mit Schriftzeichen verbaut. Es sind Nischen für Statuen, Abbilder der Verstorbenen. Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts blieb die sabäische Kultur für uns rätselhaft und geheimnisvoll. Dann konnte man die Schriftzeichen entziffern. Dieser Mann heißt auf Sabäisch Wa'abil oder auf gut Deutsch Theodor. Seit man die Schrift kennt, weiß man auch, wer in Saba das Sagen hatte. Es waren Priesterkönige, Mukarib genannt, die im Namen der Gottheiten Sonne, Mond und Venus regierten. Und unsere Königin von Saba? Nicht eine der abertausend bekannten Inschriften erwähnt eine Königin Bilkis, wie sie im Jemen genannt wird. Aber wenn sie überhaupt gelebt hat, dann hier. Denn was heute nur schwer vorstellbar ist, hier, mitten in der Wüste, standen einst prachtvolle Tempel und Paläste, die ihresgleichen in der antiken Welt suchten. Etwa 3 Kilometer vor Marib ragen eigenartige Pfeiler aus dem Sand. Das ist Haram Bilkis, der Tempel der Königin von Saba, wird behauptet. Über 8 Meter hoch sind die Pfeiler der Eingangshalle dieses Tempels. Es war eine außerordentlich präzise Ingenieursleistung, diese Pfeiler so exakt aufzustellen, dass sich ihr Abstand auch nach mehr als 2000 Jahren nicht um einen Zentimeter verschoben hat. In Haram Bilkis wurde erstmals systematisch gegraben. Aber nur kurz. 1952 legte eine Expedition unter Leitung des Amerikaners Wendell Phillips die Eingangshalle des Tempels frei. Ein riesiger Bau von 625 Quadratmetern. Er hatte vermutlich bronzebeschlagene Treppenstufen und wahrscheinlich ein flaches Dach. Aber als durch mangelhafte Absicherung eine der Säulen umstürzte, durfte Phillips nicht mehr weitergraben und musste das Land verlassen. Seitdem hat der Wüstensand wieder alles unter sich begraben. Die Dimensionen dieses Tempels sind kaum vorstellbar. Er hatte die Form einer Ellipse und maß 120 Meter im Durchmesser. Neben Inschriften und Statuen hat Wendell Phillips auch dieses Alabasterrelief gefunden. Zumindest was seine Schönheit angeht,
könnte es ein Abbild unserer Königin sein. Und die Jemeniten glauben fest daran, dass diese fünf einsamen Säulen in der Wüste die Lehnen ihres Thrones sind, von dem es im Koran heißt, Salomon habe ihn von Dämonen durch die Luft bis nach Jerusalem transportieren lassen. Das Volk der Sabäer war sagenhaft reich. Und diesen Reichtum haben sie eigenhändig aus der Wüste gewonnen. Ein gigantisches Bauwerk machte die Wüste 1400 Jahre lang fruchtbar. Der große Damm von Marib, das achte Weltwunder. Heute ragen nur noch die beiden Schleusen am Nord- und Südufer des Wadi Dana 23 Meter hoch auf. Aber schon diese Überreste geben einen Eindruck von der großen technologischen Leistung der sabäischen Ingenieure. Geschickt wurde die natürliche Felsbarriere ausgenutzt, um das Wasser dahin zu leiten, wo man es brauchte. Das funktionierte so. Im Frühjahr und Herbst, wenn sich der Monsun im Gebirge abregnet, werden die Wadis zu reißenden Flüssen. Nicht weit von der Stelle, wo das Wadi das Gebirge verlässt, schlossen die Sabäer das Flussbett mit einem 12 Meter breiten und 680 Meter langen Erdwall ab. Zweimal im Jahr entstand so für kurze Zeit ein riesiger Stausee. Die Baumeister hatten zwei Probleme zu lösen. Der Damm musste so stark sein, dass er den anstürmenden Wassermassen standhielt. Außerdem musste das Wasser, das in der Hitze schnell verdunstet, möglichst rasch auf die Felder gelenkt werden. Über die Schleusenanlagen leitete man die beruhigten Wassermassen in einen breiten, befestigten Hauptkanal. Von ihm zweigten zahllose kleine Nebenadern ab und versorgten die Felder mit Wasser. So entstanden nördlich und südlich des Wadi-Betts ca. 9600 Hektar fruchtbarer Ackerboden. 30.000 Menschen hätten von den Erträgen leben können. Das haben Wissenschaftler des Deutschen Archäologischen Instituts in Sanaa ausgerechnet. Wo heute wenige Bauern bis 70 Meter tiefe Brunnen bohren, um ein paar Felder fruchtbar zu machen, gab es vor 3000 Jahren einen einzigen blühenden Garten. Eine Oase heute. Diese Bilder lassen die einstige Üppigkeit nur ahnen. Dattelpalmen spendeten Schatten und veränderten das Kleinklima. Getreidepflanzen, Reben, Kümmel, Sauerampfer und Sesam wurden angebaut. Das weiß man aus der Analyse von Samenabdrücken in gefundenen Lehmgefäßen. Eine einmalige Überschwemmung von ca. 60 cm genügte, um eine Ernte zu erzielen. Aber es gab ein Problem. Jährlich lagerte sich bis zu 0,7 cm feinster Sand ab. So stieg das Niveau der Oase im Laufe der Jahrhunderte und der Damm musste höher gebaut werden, um die Bewässerung zu gewährleisten. Was da wie eine Felswand aufragt, sind in Wirklichkeit Sedimentablagerungen. Im Lauf der Geschichte ist die Oase also, wenn man so will, 15 Meter in die Höhe gewachsen. Die Canyons, durch die man heute hindurchgehen kann, hat der Wind hineingeschnitten. Für den Leiter des Archäologischen Instituts in Sanaa ist die Höhe der Sedimentablagerungen ein wichtiger Hinweis. Damit kann man nämlich bestimmen, seit wann die Oase bewässert wurde. Das ist gut 4000 Jahre her. Aber vor 4000 Jahren hat der Damm, den wir heute sehen, noch nicht existiert. Seine Entstehungszeit kann man recht genau bestimmen.
Das Schleusentor im Norden wurde aus Spolien zusammengesetzt. Das sind Steine aus anderen Bauwerken. Dieses Tor hilft uns bei der Datierung weiter. Das ist Teil der Nordbauanlage. Von den Bauwerken, die zum großen Damm von Mareb gehören, ist dieser Block, den Sie hier sehen, das älteste. Das ist zwar auch wie alle anderen aus Spolien errichtet, die man beispielsweise bei dieser Kurvatur extra dann an Ort und Stelle zugeschlagen hat. Aber es bildet insgesamt gesehen einen obendrein datierbaren Bauabschnitt, der zum Allerältesten gehört. Das weiß man aufgrund dieser Inschrift. Sie lautet: Ka'abil Bayin, Sohn des Jifa Amar, Mukarib von Saba, hat das hier gebaut. Man weiß aus anderen Quellen, dass dieser Mukarib etwa in der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus gelebt hat. Der große Damm von Marib entstand also 400 Jahre nach der sagenhaften Herrschaft der Königin von Saba. Aber neuere Forschungen der deutschen Archäologen beweisen, dass es schon lange vor dem großen Damm eine geregelte Wasserwirtschaft gegeben hat. In Höhe einer Felsnase hatte der Kanal einen Abfluss, der bei Bedarf das überschüssige Wasser ins Wadi-Bett zurückleitete. Dort fanden die Wissenschaftler die Überreste eines Schleusenbauwerkes. Mitten im Wadi-Bett entdeckten sie fugenlos aufeinandergesetzte Kalksteinquader, die viel tiefer liegen als der mächtige Damm. Es sind also Reste eines früheren Bauwerkes. Frage an den Wissenschaftler: Könnte es also doch möglich sein, dass hier in Marib, der Hauptstadt von Saba, unsere Königin gelebt hat? Ja, das ist natürlich etwas weit gespannt jetzt und etwas schnell geschlossen, ja. Dieser Bogen. Wenn es sie als historische Figur anzusehen wäre, müsste sie sogar noch früher gelebt haben. Mhm. Um 950 müsste sie gelebt haben. Ja. Gibt es denn archäologische Bestätigungen oder überhaupt nichts? Nein, es gibt keine. Es ist eine reine Legende. Wenn es nur eine Legende war, dann stellt sich die Frage, wie konnte sie entstehen? Schon für die Völker der Antike waren die Sabäer ein interessanter Stamm. Sie bewunderten ihren Reichtum, ihre mächtigen Götter und ihre prächtigen Tempel. In einer Steinwüste flussaufwärts liegen die Überreste einer alten sabäischen Pilgerstätte. Heute ist nur noch zu erkennen, dass es vermutlich ein Bau mit rechteckigem Grundriss war. Der Tempel war dem Mondgott Vadum geweiht. Er muss vor 2500 Jahren ein imposantes Bauwerk gewesen sein. Ein Experiment. In der Technischen Hochschule Darmstadt wurden alle Daten, die die Wissenschaftler bisher herausgefunden haben, in einen besonders programmierten Computer eingegeben. Er soll den Tempel grafisch rekonstruieren. So sah er also aus. 18 mal 25 Meter Kantenlänge. Ein gut 8 Meter hoher Säulengang umschloss einen Hof. An seinem hinteren Teil befanden sich drei heilige Kammern. Wahrscheinlich waren die Säulengänge noch mit Statuen geschmückt. Der Tempel entstand im 8. Jahrhundert vor Christus. Durch seine schlichte, ganz modern wirkende Architektur am Fuße des Bergmassivs muss von dem Tempel eine geradezu magische Anziehungskraft ausgegangen sein, die bis heute in der Landschaft spürbar ist.
Die Sabäer waren ein frommes Volk. Was wie eine Stadt hinter dem Sandsturm hervorkommt, war eine einzige riesenhafte Tempelanlage. Sirwach ist der besterhaltene antike Tempel in Südarabien. Er war dem Reichsgott Al-Makkah geweiht. Dieser Text informiert uns über den Bauherrn. Yada Ildari, der Sohn des Sumhuali, Mukarib von Saba, hat den Tempel des Al-Makkah ummauert, als er zum dritten Mal ein Heiligtum errichtete. Der hier verewigte Priesterkönig hat um 670 vor Christus gelebt. Über der Schrift einer der schönsten vorchristlichen Friese. Aneinandergereihte Steinböcke, das Symbol des Mondgottes. So fremd uns diese Kultur erscheint und so unerforscht sie ist, wir wissen, wie die Menschen damals ausgesehen haben. Die Schriftzeichen am Körper verraten uns, dass dieser Mann ein Beamter war. Der Dolch im Gürtel, Waffe und Statussymbol zugleich. Und als ob die Zeit seit 2000 Jahren stehen geblieben wäre, treffen wir seinen Doppelgänger im Souk von Sana. Auch heute ist der Dolch, die Jambia, das Statussymbol des jemenitischen Mannes. Ohne ihn geht er nicht aus dem Haus. Dabei kommt es weniger auf die Qualität der Klinge an, als auf die feine Politur und das raffinierte Ornament. Wir können uns gut vorstellen, wie es auf den arabischen Märkten der antiken Städte zuging, wahrscheinlich nicht viel anders als heute. Aus den entlegensten Winkeln des Reiches kamen Käufer und Händler auf den Markt in die Städte. Er war die wirtschaftliche Grundlage für den Reichtum der Sabäer. In der Bibel heißt es, und die Königin von Saba gab dem König 120 Talente Gold, Gewürze und Edelsteine. Wenn das auch nur Legende ist. Tatsache bleibt, die Güter Südarabiens waren überall begehrte Luxusartikel. Vor allem ein Produkt, von dem die antiken Kulturen nie genug bekommen konnten. Weihrauch, der heute noch in den verschiedensten Formen angeboten wird. Diese unscheinbaren Harzklumpen haben Tausende von Menschen über Jahrhunderte hinlang ernährt und reich gemacht. Weihrauch oder lateinisch Olibanum war das Luxusgut der Antike schlechthin. Es war teurer als Gold und ohne Weihrauch ging gar nichts. Die Ägypter zum Beispiel brachten dreimal täglich ihrer Göttin der Sonne Weihrauchopfer dar. In Babylon wurde zu Ehren des Gottes Baals jährlich 1000 Talente Weihrauch verbrannt. Das sind immerhin 26.000 Kilogramm. Der römische Geschichtsschreiber Plinius mutmaßt sogar, dass beim Begräbnis der Poppäa Kaiser Nero die gesamte Ernte eines ganzen Jahres von ganz Arabien verbrannt hat. Bei einer solchen Nachfrage war es nur natürlich, dass die arabischen Händler eine der reichsten Leute der Antike überhaupt waren. Weihrauch wurde überall gebraucht. Er galt als Allround-Mittel. Gegen Asthma und Gebärmutterleiden, gegen Magen- und Darmerkrankungen. Zur Abwehr böser Geister ebenso geeignet wie zum Verfeinern der Atmosphäre eines feierlichen Gastmahls. Eine Bronzefigur, vor etwa 2000 Jahren gegossen, mag als Symbol für Südarabien gelten. Die Weihrauchklumpen hatten Saba reich gemacht. Und um ihr Monopol aufrechtzuerhalten, hielten die Sabäer den Herkunftsort des Weihrauchs streng geheim. Nicht in der Nähe ihrer Königsstädte, sondern fast 2000 Kilometer südöstlich im Dhofar, im heutigen Oman, an der Küste des Indischen Ozeans, standen die strauchähnlichen Bäume, deren Harz so begehrt war.
Nur auf hellen Kalksteinböden unter tropischer Sonne im Bereich des Monsuns gedeiht der Weihrauchbaum. Auf der ganzen Welt gibt es nur wenige Orte, die diese Voraussetzungen bieten. Als im 15. Jahrhundert vor Christus die Pharaonin Hatschepsut von ihrer berühmten Expedition ins Land Punt Setzlinge des Baumes nach Ägypten mitbrachte, hatte sie Pech. Sie gingen jämmerlich ein. Gut 1000 Jahre lang besaßen die südarabischen Reiche das Weihrauchmonopol. Die Ernte war mühselig. Jedes Jahr im April, Mai, wenn die hohen Temperaturen das Harz fließen lassen, wird die Rinde an verschiedenen Stellen des Stammes abgeschabt. Schon nach kurzer Zeit treten aus der Wunde milchig-weiße Tropfen, die nach und nach verharzen. Sie sind noch von minderwertiger Qualität. Erst der später austretende Wundsaft wird vorsichtig abgeschabt und gesammelt. Bei 20 bis 30 Wundstellen liefert ein mittelgroßer Baum etwa 2 Hände voll. Das mühselige Sammeln machte den Weihrauch schon am Ort seines Vorkommens teuer, aber regelrecht kostbar wurde er erst dort, wo er so begehrt war. In Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom. Eineinhalb Jahrtausende lang, von 1300 vor bis etwa 300 nach Christus, zogen die Kamelkarawanen in die Metropolen. Jedes Tier beladen mit 150 Kilogramm Weihrauch, Gewürzen, Seidenballen, Gold und Edelsteinen. 80 Tage dauerte die Reise auf der Weihrauchstraße. Es war ein Kapitalverbrechen, wenn die Karawanen von der Hauptroute abwichen. Von der heutigen Stadt Salalah, dem antiken Hafen Samarum, zogen die Karawanen am Rand der großen Wüste Rub al-Khali entlang nach Westen, nach Shabwa, im heutigen Südjemen. Shabwa war Sammel- und Knotenpunkt auf der Weihrauchstraße. Dann ging es am Ostrand des Gebirges nach Norden über Marib, Barakisch und Medina nach Petra. Dort verzweigte sich der Handelsweg in den mesopotamischen Raum nach Ägypten und zum Mittelmeerhafen Gaza. Die Weihrauchstraße war eine blühende Einnahmequelle für die, die sie kontrollierten, Zölle erhoben, Nahrungsmittel verkauften und Schutztruppen gegen Beduinen stellten. An den Halteplätzen entstanden am Rand der Wüste Stadtstaaten, deren Reichtum Legenden bildete. Beispiel: Barakisch im Nordjemen. Die Stadtmauer ist noch weitgehend erhalten. Barakisch war kurze Zeit das Zentrum des Minäischen Reiches, das sich gegen Saba erhob und die Oberherrschaft über einen Abschnitt der Weihrauchstraße erlangte. Für den Sprachwissenschaftler Walter Müller liest sich die Stadtmauer wie ein aufgeschlagenes Buch. Ja, hier im gesamten Bereich des heutigen Barakisch, des antiken Yathul, gibt es an die 200 Inschriften. Und an der Stadtmauer sind noch eine ganze Reihe in situ, das heißt, sie befinden sich noch an der Stelle, wo sie in der Antike gesetzt wurden. Hier haben wir vor uns ein recht interessantes Dokument, das uns auch über einige geschichtliche Ereignisse berichtet. Dieses Stück hier wurde errichtet von zwei Kabiren oder Vorstehern der nordminäischen Kolonie in der Oase von Dedan, dem heutigen Al-Ula in Nordwestarabien. Von den beiden Vorstehern und von den dort ansässigen Minäern, dann wird weiter gesagt,
die Handel trieben mit Ägypten und mit Abrenachran, also mit dem Gebiet diesseits des Euphrat, also das heißt mit dem syrisch-palästinischen Raum. Und die Stifter der Inschrift und die Erbauer dieser Mauer erwähnen gleichzeitig historische Ereignisse. Sie danken nämlich dem Gott dafür, dass er sie und ihre Besitztümer errettet hat aus einem Überfall, den die Sabäer auf eine minäische Karawane zwischen Ma'in, also der minäischen Hauptstadt, und Ragmadum, das ist das heutige Najran, verübt haben. Ferner wird hier erwähnt, dass zur damaligen Zeit auch ein Krieg stattfand zwischen dem des Nordens und dem des Südens, wahrscheinlich auch ein uns sonst nicht bekannter Krieg zwischen Ma'in und Saba. Und noch etwas, noch ein drittes Ereignis, in dem sie ebenfalls mit ihren ganzen Besitztümern heil davongekommen sind, wird erwähnt, nämlich, dass zur damaligen Zeit eine kriegerische Auseinandersetzung stattgefunden hat zwischen Mathai, wie hier steht, und Misre. Das heißt, dadurch sind wir sogar in der Lage, diese Inschrift, ich will nicht sagen zu datieren, aber wir haben jedenfalls ein Datum, nach dem sie gesetzt worden ist, denn dieses Ereignis kann sich nur beziehen auf die Einnahme Ägyptens durch den persischen König Artaxerxes III. Das war im Jahre 343 vor Christus. Aus dieser Zeit sind im Innern der Stadt nur noch die Trümmer zweier Tempel übrig geblieben. Der Rest ist verfallen, geplündert und überbaut worden. Aber das Dorf neben der antiken Stadt wirkt noch so, wie man sich das Erscheinungsbild der Siedlungen vor über 2000 Jahren vorstellen muss. Im obersten Stockwerk der Hochhäuser aus Lehm befindet sich der Mafratsch, der schönste Raum für die Gäste des Hausherrn. Jeden Nachmittag treffen sich hier die Männer des Dorfes, um Tee zu trinken, sich auszuruhen und Geschichten zu erzählen. Genauso wie im Altertum, als sich Menschen aus dem Süden und Norden der arabischen Halbinsel an den Haltepunkten der großen Karawanenstraße trafen. Vielleicht ist bei solchen Zusammenkünften im Lauf der Jahrhunderte auch die Geschichte von der schönen Königin entstanden, die den weisen Herrscher Salomon besucht. Vielleicht haben die Verfasser der Bibel dieses Gipfeltreffen deshalb notiert, um die friedlichen Handelsbeziehungen zwischen Israel und Südarabien herauszustreichen. Dass vor fast 3000 Jahren auch die Frau das öffentliche Leben in dieser Region mitbestimmte, zeigt eine Ritzzeichnung auf dem Tempelpfeiler aus Ma'in. Über einem Zickzackfries sind runde Weinkrüge abgebildet und eine Tänzerin. Auffällig ist, dass sie einen Rock aus Tierfellen trägt, der an die Tracht sumerischer Priesterkönige erinnert. Vielleicht haben auch Frauen in Saba dieses hohe Amt ausgeübt. Aufstieg im 3000 Meter hohen Gebirgsjemen. Wir sind auf der Suche nach den Überresten der alten Königsstadt Bainun. Alte arabische Quellen berichten, dass die Dämonen auch diese Stadt für die Königin von Saba gebaut haben. Aber nur wenige Mauern weisen noch darauf hin. Die Siedlung ist so gut wie verschwunden. Vor 16 Jahren haben Wissenschaftler zum ersten Mal dieses Tal besucht
und fanden bestätigt, was sie nur aus mittelalterlichen arabischen Geschichtsbüchern wussten, dass der gesamte Berg durchbohrt wurde, um einen Fluss in das Tal von Bainun zu leiten. Das sind die ersten Filmaufnahmen überhaupt von dieser grandiosen Ingenieurleistung. Wie ein Tortenstück ist der Tunneleingang aus dem Fels herausgeschnitten. An der Stollenwand eine Beschwörungsformel, die den Tunnel vor Übel und Schaden bewahren soll. Noch heute, 2000 Jahre nach seiner Entstehung, erfüllt der Tunnel seinen Zweck. Wenn in der Trockenzeit hier kein Wasser durchfließt, transportieren es die Frauen der umliegenden Dörfer auf Eseln dahin, wo es gebraucht wird. Dieser 200 Meter lange Tunnelweg erspart ihnen eine halbe Tagesreise über den Berg. Die antiken Baumeister haben ihn wie eine S-Kurve angelegt. Solche Schikanen bremsen die Abflussgeschwindigkeit des Wassers. Diese technische Meisterleistung versetzt heute noch in Staunen. Sie ist ein weiteres Indiz dafür, wie hochentwickelt die südarabische Kultur war. Als die Königin von Saba, laut jemenitischer Überlieferung, nach ihrem weiten Weg durch die Wüste die Weisheit des Herrschers Salomo erkannte, da wurden alle Moslems. Und Salomo verheiratete sie später mit dem König des Jemen, Dutuba. So feiert man im Jemen Hochzeit. Auf den ersten Blick eine reine Männersache. Die Liebesgeschichte der Königin von Saba endet immer so, wie es die jeweiligen Erzähler gerne hatten. In der Bibel kehrt sie in ihr unbekanntes Reich zurück. In der äthiopischen Sage gibt sie die Herrschaft an ihren Sohn weiter. Und im Islam lässt sie den Männern bei der Hochzeit den Auftritt in der Öffentlichkeit. Der Bräutigam feiert für jeden sichtbar auf der Straße. Die Braut wartet hinter den schützenden Mauern des Hauses. Ebenso verborgen und unsichtbar bleibt die Gestalt der Königin von Saba. Eine geheimnisumwitterte Frau, die die Menschheit bis heute fasziniert.